Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Gameplay. Und ja, also es ist immer dasselbe im Moment. Wir sind beschäftigt, diese zweite Siedlung aufzubauen. Und im Moment versuchen wir hier diese Verbindungsstraße bis zu diesem Hügel, bis zu diesem Höhenzug hier durchzuziehen. Wir haben schon gesehen, da hinten gibt es Nahrung, wir haben Sträucher, wir haben Orangen, wir haben Bananen, wir haben Getreide, wir haben Beetroots. Also die Nahrungsversorgung sieht da gar nicht so schlecht aus. Wir haben Pumpkins. Also das wäre schon mal ganz gut. Wir haben im Moment zwei Sapiens hier, die schon hier mehr oder weniger stationiert sind. Das ist die kleine Sema und die Lavi. Die bauen hier hoffentlich auch diesen Unterstand gleich fertig heute. Und ja, die zweite Geschichte, an der wir noch ein bisschen knappern, ist, wir haben jetzt hier unseren Wald abgeholzt, den müssen wir dann auch wieder aufforsten. Und um hier tatsächlich die Splitlocks, also die Bohlen und die Bretter zu kriegen, die wir hier noch brauchen, um die restlichen Dächer fertig zu bauen. Dann sind wir hier erstmal fertig und im Moment sind wir hier dann auch mit der Baustelle durch. Wir brauchen als nächsten großen Schritt, brauchen wir dann den Ton von hier oben für unsere Türme, für die Stadtmauer und so weiter. Und da müssen wir jetzt noch den letzten Durchbruch hier schaffen. Ich sag mal hier, diese beiden Bambus, die nehmen wir noch weg. Genau, und dann bauen wir hier hoffentlich jetzt die Straße dann zügig fertig. Und wir müssen da unten tatsächlich nochmal jetzt Sapiens rekrutieren, die wir da hochschicken, damit da ein bisschen mehr Arbeitskräfte vor Ort sind. Wir schauen mal, wie viele Sapiens hier sind. Und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die irgendwie einzeln zu selektieren. Also das ist ein bisschen noch vom Handling her ungünstig, wenn die hier sind. Dann kann ich jetzt nicht sagen, du und du und du und du und du. Dich hätte ich jetzt gerne. Weil dann würde ich mir natürlich auch die Berufe oder die Fähigkeiten so ein bisschen aussuchen, die wir oben jetzt brauchen. Also Wood, Building und so weiter. Also die Sachen, die wir oben an unserer Baustelle brauchen. Aber die sind jetzt hier eh erstmal alle beschäftigt mit dem Holz einsammeln. Hier aus dem Wald die restlichen Bäume noch zu fällen und tatsächlich noch reinzuräumen. Und da sehe ich gerade, dass wir nicht alle erwischt haben. Das selektieren wir hier noch und sagen, okay, mach nochmal und jetzt fällen wir die alle, damit die Fläche wirklich frei ist, damit wir hier dann neu anpflanzen können. Und wir müssten jetzt ja auch jede Menge Pinecones schon am Lager haben, 206, genau. Das heißt, da können wir wieder jede Menge Bäume pflanzen und das tun wir auch, damit wir möglichst schnell wieder Holznachwuchs haben. Und hier sehe ich auch, das Getreide ist schon aus, fast. Und das sollten wir auch ernten. Das heißt, wenn das Holz erledigt ist, dann macht bitte auch das Getreide. Okay, so, eine Sache müssen wir noch checken, und zwar, wir haben hier Flint, jede Menge, das ist gut, aber wir brauchen auch diese Handaxes zum Graben. Und da sollten wir jetzt nochmal welche nachproduzieren, Flint Handaxe, und ich denke, da machen wir nochmal 30, damit wir da nochmal welche haben. Und was ist hier das Problem? Maximum Orders Reached. Okay, das ist nicht wirklich ein Problem. Die sollen erstmal das Holz abräumen und dann die
Getreideernte und dann können wir die Flint-Axes produzieren. Ich schaue immer wieder mal in die Runde, aber nach wie vor keine Mammuts in Sicht. Also Mammuts machen sich rar. Im Moment auch keine Alpakas, jedenfalls sehe ich da nichts. Gut, ich meine, es ist nicht so, dass wir das jetzt wirklich brauchen. Ich möchte nur ungern überrascht werden durch irgendwelche Mammuts, die hier den Weg kreuzen und dann Sapiens verletzen. Das wäre natürlich nicht so gut. Ansonsten als Nahrung brauchen wir die nicht unbedingt. Wir checken mal ganz kurz die Haltbarkeit in a few years. Also das ist noch kein Problem. Also die Alpakas sind tatsächlich eine dankbare Nahrungsquelle, weil sie relativ haltbar sind. Also die halten sehr lange. Das heißt, die kann man sich gut auf Vorrat legen. Das ist eine schöne Sache. So, und da sind unsere beiden jetzt dabei, das Holz aufzuräumen. Da kommt noch jemand. Chopping Bamboo, okay. Das ist okay. Und hilft dann möglicherweise auch den dreien. Da kommt noch jemand. Chopping Bamboo, okay. Eine ältere. Die lassen wir jetzt auch mal. Wenn sie schon hier hochläuft und so weit gelaufen ist, dann lassen wir sie auch durchgehen. Vielleicht bleibt die dann hier auch oben. Okay, also hier haben wir jede Menge Äste. Und was wir jetzt hier noch machen, naja, da ist noch ein Beetroot zu pflanzen. Ich wollte hier noch mal ein Lagerfeuer hinbauen. Da ist jetzt das letzte Dach noch zu bauen. Woran hakt es hier? Split Logs, wie immer. Wir müssen noch mal Split Logs in Auftrag geben. Nein, nicht das da, sondern Split Logs. Und da geben wir, machen wir noch mal 50. Oder 52, ist es egal. So. Damit wir ist noch ein Elder. Okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass das jetzt hier in a few days und hier auch in a few days. Die Bambussamen, die sind jetzt nicht so unser Problem, aber das Essen soll natürlich nicht verrotten und das Heu. Das heißt also, das wäre hier super, wenn das Dach und die Wand noch fertig wäre. Und ich nehme mal die Wand nochmal raus. Wichtig ist das Dach. Das Dach brauchen wir auf jeden Fall. So, im Moment sind die alle noch mit Holz machen beschäftigt. Wir haben jetzt hier nur vier Arbeitskräfte vor Ort. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und 8 Pumpkins, das reicht für 2 Tage so ungefähr. Ich bin noch mal am Überlegen, wenn die unten jetzt mit dem Holz abräumen fertig sind. Was ist hier? Delivering a pine log for crafting a split log. Okay. Der kommt jetzt hier hoch und bleibt hier hoffentlich. Wir schauen mal. Das Problem ist, der Weg hier, der ist jetzt schon außer Reichweite. Ja, no capable sapiens. Das heißt, irgendwo hier an dieser Stelle ist jetzt die Grenze, wo vom Lager aus keine Aufträge mehr akzeptiert werden. Ja, da hat noch jemand gegessen zwischendrin. Das heißt, also ab hier irgendwo. Da sehen wir, das wird noch gebaut scheinbar. Da kommt noch jemand. Und die hier, ab hier, wird unten nicht mehr gebaut. Das heißt, hier, ziemlich genau hier, ist die Grenze, wo die Aufträge noch vom Lager aus erkannt werden. Das ist auf der einen Seite ein Problem jetzt, weil wir natürlich die Sapiens explizit hier hochschicken müssen.
Andererseits ist es ein Vorteil, weil die Sapiens, die wir hier ansiedeln, dann nicht mit Aufträgen ins Gehege kommen, die unten im Lager erteilt werden und hier oben umgekehrt. Das heißt, die sind hier wirklich ganz eigenständig. Da müssen wir dann dafür sorgen, dass die eben hier selbstständig versorgt sind und dann können wir das schön trennen, die beiden. So, und was magst du hier? Delivering a Flint Hatchet to a Storage Area. Flint Hatchet. Okay, das heißt, wir brauchen hier nochmal einen Lagerplatz. Und den machen wir mit Hatchets, damit die nicht auf die Idee kommt, das bis ins Lager zu tragen. Und jetzt sagen wir, okay, geh hier hin. Ist die Frage, ob sie das tut. Ich möchte nur verhindern, dass die jetzt da, weil als Ältere ist sie natürlich auch nicht mehr die Schnellste. Und wenn die jetzt diese Hacke bis zurück ins Lager trägt, dann haben wir natürlich ein Problem, ne? Das heißt, hier haben wir eh die Axis und hier haben wir Storage Area für Soil und die ist ja hier auch nochmal so zum Abgraben. Und dann können wir hier vielleicht auch nochmal Hatches machen. Weil die werden scheinbar auch verwendet zum Graben und zum Weg bauen. So. Und hier lernt jetzt wieder jemand das Splitlock, das Woodworking. Okay. Naja, also wir sehen schon, es ist hier sehr mühsam, mit 4 oder 5 Leuten tatsächlich so einen Betrieb zu schmeißen. Und da sehen wir jetzt, die ruht sich jetzt auf dem Bänkchen tatsächlich aus. Talking to Seema Idle. Okay, das ist okay. Da hat sie die Hatches hingelegt. Ach so, hier haben wir eh eine Storing Area, einen Speicherplatz, den wir noch allgemein freigehalten haben. Und da hat sie die Hacken jetzt tatsächlich hingelegt. Das ist auch okay. So, dann war die Pumpkins. Und was ist hier noch das Problem? Ja, das Pflanzen des letzten Beetroots ist hier noch das Problem. Ja. Also das geht bis seit C hier, weil wir so wenig Arbeitskräfte haben. Und natürlich das Fällen der Bäume hier alle möglichen. Und ich nehme das jetzt mal raus. Ich nehme hier das mal raus und sage, stopp, wir brauchen das nicht. Und die Äste nehmen wir auch raus. Und wir sammeln tatsächlich nur wir sammeln tatsächlich im Moment nur die Logs ein, die Baumstämme. Und die Pine Cones, die brauchen wir auch erstmal nicht. So, einfach die Aufträge jetzt mal reduzieren hier. Dann haben wir jetzt hier nur die Logs, also die Stämme. Das sind auch noch jede Menge. Und ich würde sagen, die nehmen wir auch erstmal raus. Wir nehmen das alles jetzt radikal raus. Wir müssen schauen, dass wir uns hier konzentrieren auf die restlichen Pumpkins. Die müssen noch geerntet werden. Die brauchen wir als Nahrung. Das ist okay. Und wir müssen schauen, dass hier die Straße fertig wird. Und da müssen wir noch schauen, dass jemand hier das Digging, ich denke, das ist das Digging, das wir hier brauchen für die Straße. Wir teilen die mal ein und wir teilen dich mal ein fürs Digging.
Medizin, das ist okay. Fire Lightning, ja, das ist auch okay. Und Musik brauchen wir jetzt hier oben nicht. Dann nehmen wir jetzt mal Digging. So. Und da sehen wir jetzt schon, jetzt sind, nachdem wir hier welche zugeordnet haben, die graben können, jetzt wird auch dieser Straßenbau wieder hier erkannt als Aufgabe. Genau. Und jetzt graben die erstmal hier ab. Weil wir haben hier unten noch, wie viel haben wir denn hier unten noch Erde? 47. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen hier dieses Digging auch erstmal ungültig. Wir sagen hier Select und Digging und raus. So, weil das brauchen wir auch nicht. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf die Pumpkins. Die brauchen wir als Nahrung. Das ist okay. Und das dauert eh noch eine ganze Zeit, bis wir die hier sammeln. Und hier haben wir noch zwei Betten, die gebaut werden müssen. Und hier vor allem das Dach. Und da warten wir, bis die hier dieses Splitlock gelernt hat. Es ist jetzt Mittag, also ich denke, das Dach wird noch fertig. Und die Kürbisse werden noch geholt, alle. Und dann sollten wir heute noch vielleicht schaffen, diese Straße fertig zu bauen, also das Stück Weg hier fertig zu bauen. Und vielleicht verlängern wir das auch gleich noch. Ah, das ist im Moment mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie ich so schön immer sage. Also das ist nicht ganz ohne. Wir bauen hier einfach noch ein Segment weiter. Okay, so. Und da sehen wir aber schon, das Stück, das wir hier haben, brauchen wir nochmal, bis wir hier am Ziel sind. Und wir müssen auch abholzen. Also da haben wir noch ein Stück Arbeit vor uns. Am Anfang hier, das erste Stück ist natürlich super schnell gegangen, weil wir hier natürlich die komplette Arbeitskraft unserer Sapiens hier hatten. Und da mache ich jetzt tatsächlich Folgendes. Ich sag mal, wir selektieren hier mal 7 Sapiens und schicken die tatsächlich nochmal nach oben. Zack. Wir schicken die jetzt tatsächlich nochmal nach oben. Hier hin, um hier mal die Arbeit etwas schneller geregelt zu kriegen. Weil dann haben wir hier 7. Wir haben hier, ich check mal kurz, wie viele Sapiens haben wir hier vor Ort? 5. Und 7 schicken wir hin. Das heißt, wir brauchen noch 2 Betten. Weil wir haben hier 6, wir haben 12. Ja, das wird sich genau ausgehen. Ja. Ja, 7 und 5 und 12, das reicht uns. Das reicht uns. Und vielleicht kommen da auch nicht alle 7 bis hier oben. 3, 6, ich sehe jetzt im Moment hier die 6. Und da ist scheinbar eine ältere. Die brechen wir ab, oder? Nee, die Luwing. Ach, die ist lazy, deswegen ist sie so langsam. Naja, gut. Okay, wir lassen das mal. Wir lassen das mal. Ansonsten ist hier erstmal alles okay. Wir können hier, wenn wir noch Kapazitäten haben, dann ernten wir die Beetroots. Die wachsen relativ, wenn sie einmal reif geworden sind, dann wachsen die relativ schnell nach.
Wir haben hier eh noch den Auftrag, genau, dass wir die backen. Hier ist das Brot, das ist auch okay. Und die Kürbisse sind alle geröstet. In a few years. Also die halten sich alle. Die halten sich alle gut. Und das hier in a few years und next year 10. Okay, aber die werden... das sind die normalen Beetroots. Da sieht man jetzt sehr schön den Unterschied zwischen geröstet und nicht geröstet. Die normalen Beetroots, die wir ernten, die halten sich ein Jahr, next year. Und die gerösteten Beetroots, die halten einige Jahre, also deutlich, deutlich länger. Also das macht auf jeden Fall Sinn, Beetroots und Kürbisse zu rösten über dem Feuer. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und hier am Hafen ist jetzt alles fertig. Das ist schön, das freut uns. Ich denke, wir haben auch genügend Betten. Und jetzt schauen wir, konzentrieren wir uns mal hier oben darauf. Jetzt kommen hier auch entsprechend viele Arbeitskräfte, die die Sachen einsammeln. Und wir machen hier nochmal ein bisschen Musik, um die Stimmung zu heben. Schwupp, diesen und dieses, genau. So, wir müssen jetzt da oben den Durchbruch schaffen, dass wir tatsächlich unsere Siedlung in Angriff nehmen können. Und da sehen wir jetzt, da sind jetzt auch zwei dabei, die bauen können, das ist gut. Hier sind schon unsere Bretter, das heißt, unser Dach wird fertig. Und da ist nochmal Heu. Und die Ältere ruht sich hier aus. Das ist auch okay. Wir haben jetzt natürlich mehr Leute hier vor Ort. Das heißt, wir brauchen auch mehr Nahrungsmittel. Und deswegen ist es gut, wenn die Kürbisse hier erstmal bleiben. Meine Hoffnung ist, dass wir jetzt den Weg relativ schnell hier fertiggestellt kriegen. Die Erde liegt schon da bis hier und hier. Hier fehlt noch, aber da hoffe ich jetzt, dass die Kürbisse ja demnächst fertig sind. Ja, die Kürbisse sind jetzt Geschichte. Das heißt also, die Leute, die jetzt hier die Kürbisse einsammeln, die 4, 5, die stehen dann als Arbeitskraft zur Verfügung, um hier den Weg voranzutreiben, um Erde dahin zu schaffen und den Weg zu bauen. Da haben wir hier einmal Säulen und so weiter. Das heißt, wir können hier tatsächlich wieder ein kleines Gebiet mit Erde. Wir machen wir mal 17 und sagen mal Digging. Grabt hier mal eine Ding ab, um wieder Erde zu kriegen. So, die bringt eine Flint Hand Axe zurück. Das ist also auch wichtig, dass wir das Werkzeug immer hier ortsnah speichern. Sonst würden die jetzt in dem Fall endlos rumlaufen und das Werkzeug zurückbringen. Irgendwo ins Lager, hier ganz weit weg. Und von dort auch wiederholen. Das ist etwas, was ich nicht so richtig kapiere, ist, wenn wir jetzt der mal zuschauen, die gräbt jetzt hier ab und macht dann weiter. So, jetzt haben wir hier, und jetzt macht sie das nächste. Da bleibt sie also am Ball. Aber bei anderen Tätigkeiten ist es so, beim Pflanzen, glaube ich, da wird für jede einzelne Pflanze wird also da so ein Werkzeug hingetragen. Das heißt, und auch wieder geholt. Das heißt, jede Pflanzung braucht mindestens 3 Sapiens. Einen Sapien, der die Pflanze, der den Samen hinbringt. Einen Sapien, der das Werkzeug hinbringt. Einen Sapien, der pflanzt. Und dann wird das Werkzeug wieder geholt und gespeichert, wieder in den Speicher zurückgebracht. Na, das heißt, also da sehen wir schon, was für ein enormer Arbeitsaufwand das ist,
hier zu pflanzen. Und hier ist jetzt Ah. die Erde und ich hoffe, die Erde wird jetzt gleich, das Heu können wir eh brauchen. Und die Erde wird, ja, hier wird gespeichert und die Erde wird gleich an die Straße gebracht. Nee, wird sie nicht. An die Baustelle, dort wo wir sie brauchen können. Okay. Da holt jetzt jemand Erde, okay. Und da speichert jemand die Bretter, okay. Also diese Bretter und das Holz können wir tatsächlich schon brauchen. Wenn wir jetzt da oben dann unsere Hütten bauen, dann brauchen wir das. Und ich würde sagen, wir richten hier auch gleich wieder einen Speicherbereich ein. Ich ziehe mal die Straße noch ein bisschen weiter, nur damit wir sehen, wo die verlaufen wird. Und wir können eh ein bisschen hier in die Richtung nach links abbiegen. In die Richtung. Zwischen diese beiden Tonleger. Okay. So. Das heißt, wir können das Holz hier und das, was wir hier noch fällen, das können wir hier einlagern. An der Straße. Das heißt, wir machen hier erstmal einen Lagerplatz und da sagen wir Loks. Ups, Loks zu weit. So. Da speichern wir jetzt die Stämme, weil damit wir die nicht so weit tragen müssen später. Wir brauchen die ja da oben dann für unsere Hütten. Da bauen wir also erstmal Holzhäuser. Klar, weil wir haben erstmal nur Holz. Oder wir haben Holz hier in genügender Menge. Und dann tragen wir, dann werden wir uns das Holz hier natürlich holen. So. Und ihr seid jetzt hier alle beschäftigt mit Graben und Heu rumtragen. Aber immerhin sind hier schon die, ist hier schon die Erde an der Straße verteilt. Okay. Der lernt hier nochmal den Straßenbau. Gut. Und was machst du? Du holst wahrscheinlich Heu. Flintendex. Storing a Flintendex. Okay. Ja, es ist Abend und wir sind leider mit der Straße nicht wirklich viel weitergekommen. Und was machen die jetzt hier? Fetching a Flint Hand Axe for Building Path. Okay, die holen sich jetzt diese Hand Axe. Und wo haben wir die gespeichert? Wo ist der nächste Speicher? Hier. Oder? Nee, das sind Pine Cones. Da sehen wir schon, das ist das Problem. Diese Hand Axes, die verbrauchen sich auch. Hier haben wir nirgendwo mehr. Das heißt, die holen die tatsächlich hier aus dem Lager. Ja, das heißt, es macht Sinn, dass wir die tatsächlich nach oben tragen. Hier haben wir Flint Hand Axis 8 und die werden hier auch gebaut. Der lernt. Dann machen wir hier einfach nochmal welche. Vielleicht 20. Und da brauchen wir eh sowieso immer welche. Und dann machen wir hier nochmal 20. So. Und dann müssen wir tatsächlich welche nach oben verlagern. Das heißt, da machen wir nochmal eine Route auf, wo wir von hier morgen dann die hier nach oben tragen, weil sonst müssen die immer bis zum Lager zurücklaufen und diese Handaxes suchen und holen. Gut, hier bleibt jetzt scheinbar keiner mehr. Die geht auch heim.
Seema sleeping. Okay. Könnte sein, dass die tatsächlich hier, die beiden bleiben wieder hier und schlafen hier. Okay, die sind beide müde und die scheinen hier schon fest sich niedergelassen zu haben. Das ist okay. Das ist unterm Dach in a few years. In a few years. Und unsere Beetroots sind eh schon aufgegessen. So. Ja. Also die beiden bleiben hier. Das Beetroot müssen wir noch pflanzen. Die bleiben hier stationiert. Und die restlichen sind okay. Da schauen wir jetzt nur, dass alle wieder tatsächlich gut heimkommen. Warum ihr immer neben dem Weg lauft, ist mir ein Rätsel. Durch den Wald. Der hier läuft auch mitten durch den Steinbruch. Und die laufen zum Hafen. Okay. So. Also es ist nicht ganz einfach. Also die Zuweisung der Arbeiten, das ist schon ein bisschen tricky hier. Das wird sehr schnell unübersichtlich, wenn sich das so verteilt. Das war auch der Grund, warum ich am Anfang des Spiels, ganz am Anfang, hier alles rund ums Lager haben wollte. Weil dann im Prinzip alle Sapiens, die mit den entsprechenden Aufgaben betraut sind, das im Prinzip schnell und zügig erledigen. Wenn wir jetzt haben wir hier die Situation, dass da weit weg im Prinzip Aufträge vergeben werden. Warum läufst du jetzt? Ja, du läufst jetzt hier und du läufst wieder neben dem Pfad. Keine Ahnung, warum die das machen. Wahrscheinlich, weil es dunkel ist. Und da ist irgendwie, ich vermute mal, so ein Zufallsgenerator eingebaut, dass die dann im Dunkeln irgendwie den Weg nicht mehr richtig finden und irgendwie wirr rumlaufen. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht eingebaut, um das Spiel noch ein bisschen, ja, schwieriger zu machen. So, hier haben wir jetzt die ganzen Leute, aber ich denke mal, da sind genügend Betten. Also ihr könnt alle ein Bett finden, wenn ihr wollt. Und das tun die auch, denke ich. Ja, die laufen darunter. Und der Rest läuft hier hoch. Und da geht jetzt auch einer ins Bett. Und wir sollten jetzt wirklich genügend Betten hier auch haben. Wir checken das nochmal ganz kurz. Ja, da sind noch ganz viele frei. Und hier hinten, wo wir neu gebaut haben, ja, da ist das Dach noch nicht fertig. Warum ist das Dach noch nicht fertig? Das ist. Ja, gut. Die schlafen wenigstens im Bett. Die schlafen wenigstens im Bett, wenn auch nicht unterm Dach. Immerhin. So, da läuft noch ein letzter los. Hier sind auch die letzten unterwegs. Und wo läufst du noch hin? Storing Bamboo. Okay, wo liegt denn hier ein Bambus rum? Ah ja, jetzt hat er sich's anders überlegt und geht ins Bett. Okay. So, also wir haben hier, das ist also echt ein Problem. Und man sieht hier so mit der Priorisierung, das ist auch noch echt ein bisschen tricky. Ich habe das Dach schon im Grunde genommen am letzten Abend in Auftrag gegeben. Und heute über den ganzen Tag ist dieses Dach nicht gebaut worden. Das ist also echt ein Problem. Und ich weiß nicht, haben wir hier niemand eingeteilt, vielleicht für Sedge Building? Gibt es Sedge Building? Wo haben wir das? Sedge Building. Da ist ein Kasi. Ja, okay. Na gut, dann teilen wir hier mal.
einfach ein paar mehr ein. Das war vielleicht jetzt mein Fehler. Wenn da keiner oder nur noch einer eingeteilt ist und der ständig woanders beschäftigt ist, möglicherweise hier oben im Lager war, dann führt es natürlich dazu, dass die Arbeit hier unten liegen bleibt. Okay. Ja, also da sehen wir schon, nicht ganz einfach. Muss man ein bisschen einen Überblick behalten. Gut, aber ansonsten scheint es allen gut zu gehen. Wir checken noch mal ganz kurz die Statistik. Wie schaut es mit unserer Happiness aus? Ja, die war knapp über 70. Das heißt, wir geben hier noch mal Musik in Auftrag. Auf jeden Fall. Und wir schauen mal, wie es mit unserer Population ausschaut. 67, wir haben 12 Kinder, 13 Ältere. Das ist auch okay. Ja gut, hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.